ist, ich vertrete ja die Auffassung, dass die, also für die Architektur, die Auseinandersetzung mit Ort und Aufgabe, dann die Form, das Ergebnis eher als Abfallprodukt entsteht. Also dass nicht die Form am Anfang steht. Ja. Dass vielleicht auch nicht die fertige Komposition am Anfang steht, sondern dass es ein Auseinandersetzen mit den Randbedingungen ist, das dann zu einem Ergebnis führt, das am Ende vielleicht als Überraschung dasteht. Also dass man am Schluss sagt, damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet, dass das nachher rauskommt. Das ist, glaube ich, ein für mich ein Zeichen von einer sehr hohen Qualität. Haben Sie diese Erfahrung gemacht oder würden Sie das so teilen? Ja, also in der Musik läuft es ein bisschen anders. Ich meine, wenn es ein Projekt ist für einen bestimmten Raum oder für ein Theaterstück, dann ist es klar, dann ist es bezogen auf diese Umstände. Wenn es einfach abstrakte Musik ist, wenn ich zu Hause eine Komposition mache, dann muss ich ihn quasi freien Lauf lassen. Wenn dann einer das spielt in einer Kirche oder in einer Telefonzelle, dann klingt es dann entsprechend, kann ich dann nicht mehr beeinflussen. Oder auch wenn ich selber auf Tournee bin mit meiner Musik, dann wird sie in jedem Raum ein bisschen eine andere Farbe annehmen. Bei der Architektur, klar, ist gerade dieses Projekt hier, das hier, dieses Foto hier, das Holzhaus, das wir da gemacht haben. Das war lustig, weil das der Bauherr nicht ein unwesentlicher Teil des ganzen Prozesses ist. Bei Ihnen war eigentlich vor allem klar, Sie wollen kein Holzhaus. Das war eigentlich die einzige Prämisse, war kein Holzhaus und viele Fenster. Und wir haben Ihnen dann das hingestellt, das war ein Holzhaus und keine Fenster. Das war dann schon ziemlich gut, dieser erste Moment, als Sie das gesehen haben, haben Sie gedacht, jetzt haben alle guten Geister unsere Architekten verlassen. Aber wir konnten sie dann überzeugen, einfach mit der Argumentation, mit der Nutzung der Räume, wie das sich zueinander verhält. Natürlich auch mit den Kosten, weil ein Elementbau, das ist eine tolle Firma in der Schweiz, die das macht. Wenn man das auf Beton bauen will, dann geht es einfach gar nicht, kann man gar nicht bezahlen. Also muss man sich irgendwelche Lösungen einfallen lassen. Und ich finde Pragmatik auch in der Architektur nicht unbedingt die schlechteste der Annäherungsweisen. Es gibt Architekten, die können sich alles leisten. Es gibt auch Bauherren, die können sich alles leisten. Aber es gibt eben auch Bauherren, die sind wirklich begeistert. Aber da gibt es einfach Grenzen. Und ich als Komponist bin auch ein bisschen aufgeschmissen, wenn man mir sagt, du kannst kombinieren, was du willst und Geld spielt keine Rolle. Das mit dem Geld finde ich toll, aber du kannst kombinieren, was du willst, ist eigentlich eher schwierig. Ich finde es spannender, wenn mir jemand sagt, eine kleine Trommel, ein Triangel, eine Blockflöte und eine Stimme. Da muss ich mir was dazu überlegen. Das ist wie beim Kochen. Ich habe eine Tomate, ein Ei. So, ich habe 5 Dinge, mach was draus. Das fordert mich kreativ mehr heraus, als wenn ich dann einfach sagen kann, ich kann alles machen. Weil da muss ich ja erstmal diesen ganzen entscheidenden Prozess hinter mich bringen. Um was geht es denn? Ich muss ja irgendwo andocken. Und wenn es ein Haus gibt, natürlich kann man jetzt sagen, okay, Mies van der Rohe, der Pavillon in Barcelona, der keinen Zweck verfolgt, außer sich selbst. Der repräsentiert einfach die Baukunst oder das Baudenken der damaligen Zeit. Großartiges Beispiel von Philosophie pur im Bauen. Muss nichts können, muss nur einfach da stehen und die Leute inspirieren. Ist natürlich ein Traum für jeden Architekten. Oder wir haben uns natürlich viel überlegt, wir würden gerne mal ein Haus bauen und uns erst dann verkaufen. Also wir machen es erstmal fertig, so wie wir uns das vorstellen, und dann bieten wir das an. Aber das machen die Leute nicht. Die Leute wollen immer mitreden, die wollen immer noch eine andere Farbe in der Küche oder die wollen da noch eine Treppe oder da noch ein Fenster. Die wollen die Wand da ein bisschen rüber und die andere ein bisschen so. Wahnsinnig schwer, die Leute so zu begeistern, dass sie einem wirklich ganz freie Hand geben. Und natürlich sind wir dann auch im Dialog mit den Baubehörden, mit den Nachbarn. Man kann ja ganz selten, man kann natürlich in die Sahara fahren und sich von einem Multimilliardär da in ein Haus bauen, also dafür den Haus bauen, da muss man dann keine. Peter Zumthor baut im Arabischen Emirat für eine Prinzessin, war da mal der Plan, ein paar Häuser zu bauen. Da muss er sich dann nichts mehr überlegen, was er darf und was er nicht darf. Weil wenn es ein Gesetz dagegen gäbe, würde der Emir das dann ändern. Aber ich finde es nicht so falsch,
unter all diesen Aspekten, die eben das Leben so gibt, von Ökologie bis zu Ökonomie, sich das alles ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen und dann trotzdem eben so frei zu denken, dass etwas entsteht, was originär ist, was eine Sprache spricht, was ein Eigenleben entwickeln kann und was vor allem eine Wohnqualität bietet, die dann sich eben langfristig auch auszahlt. Ist das eine befriedigende Antwort soweit? Ja, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, auch dieses Haus hier ist auch noch war ganz interessant. Das ist ein Bauherr, der sich auch nicht recht vorstellen konnte, was er wirklich will. Und da konnten wir auch farblich ein paar freche Akzente setzen. Mit den Materialien. Der ist auch relativ weit gegangen. Und das ist natürlich dann spannend. Da sagt man dann, okay, lass uns das machen. Und da gab es schöne Außenräume, schöne Innenräume. Da haben wir hier eine Schiebetür, die sich über den ganzen Badekorpus, der sich durch zwei Zimmer zieht. Da gibt es so schöne Details, die man halt dann, wo sie alle erstmal den Kopf schütteln und sagen, was ist das denn hier? Und ja, das erinnert mich an mein Haus in Italien. Wir hatten ja diese Idee, die Fenster auf der anderen Seite des Hauses, die kleinen quadratischen Fenster, im Erdgeschoss nach oben zu schieben und im Dachgeschoss nach unten zu schieben, weil das Volumen verändert hat. Und weil einfach das Licht schöner ist und weil man dann die Leute, wenn sie durch den Garten gehen, nicht direkt ins Bett gucken. Und da haben wir das gemacht und waren ohnehin fix verglast, die Fenster oben. Aber man musste dann doch vor die Baukommission da antreten und das waren so 6 italienische Herren verschiedenen Alters und man hat das dann alles besprochen und dann hat einer gesagt, ja, sie hätten da noch eine Frage zu diesen Fenstern, weil diese Fenster, die seien ja da oben zu tief. Das ging ja gar nicht. Und dann hat der Architekt dann mir das Wort gegeben und da habe ich in meinem damals noch sehr gebrochenen Italienisch erklärt, dass ich eben im oberen Stock auf dieser Studioebene da sitze und spiele und auch komponiere und ich sei ja eben nach ins Piemont gezügelt, weil ich mich auch von dieser Landschaft inspirieren lassen will und dann hätte ich eben den Blick durch das tiefe Fenster direkt in den Garten, eben auf diese Weinberge. Und ich wollte nicht an den Horizont gucken, sondern ich will eben in die piemontesische Erde runtergucken. Und das gäbe mir eine andere Inspiration, eine andere Konzentration. Und dann haben sich 6 italienische Herren, haben sich dann so hingesetzt und den Kopf in die Hand gelegt und so ein bisschen gedacht und sich vorgestellt, ich bin Komponist. Ich gucke in den Garten und dann waren etwa 30 Sekunden Ruhe und dann haben die Ersten gesagt, va bene, capito. Und da sind die Italiener natürlich unglaublich. Wenn es um Musik geht, dann kann man eigentlich alles machen. Passiert mir oft, dass ich auf die Gemeinde gehe wegen irgendeiner Frage und dann komme ich da an und dann sagt der Mann am Schalter, was ich möchte. Und dann sage ich, ja, ich bin dieser Musiker da hinten aus Bionzo. Und dann sagt er, ach, Sie sind Musiker, was machen Sie denn für Musik? Und dann reden wir 20 Minuten über Musik und dann verabschieden wir uns herzlich. Und wenn ich auf der Treppe bin, merke ich, dafür bin ich eigentlich nicht gekommen, um über Musik zu reden. Und ich wollte eigentlich was anderes fragen, muss ich wieder zurück. Und dann reden wir dann über das, was ich wirklich fragen wollte. Aber es ist schon auch ein sehr tolles Land, Italien, was das anbelangt. Ja, jetzt sind wir schon weit über die Zeit. Sind noch Fragen? Ist überhaupt noch jemand da? Ich hätte noch eine Frage. Und zwar zu dem Klangkörper in der Therme. Und ja. Da würde mich interessieren, dadurch, dass Sie ja nicht wissen, wie die Klänge zusammenkommen, wie haben Sie die Klänge ausgewählt? Also würden Sie generell sagen, bestimmte Klänge erzeugen bestimmte Stimmungen oder wirken sich irgendwie bestimmt auf die Atmosphäre aus? Und wie haben Sie die dann ausgewählt, weil Sie nicht wussten, wie die jemals zusammenkommen werden? Es gab, gute Frage, danke. Es gab eigentlich 3 Annäherungen musikalisch. Es gibt da Pulsationen, die einfach über 2, 3, 4 Minuten dumm, 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 die kommen aus dem Nichts und gehen wieder ins Nichts. Und die habe ich in verschiedenen Tempi aufgenommen mit Metronom im Ohr, aber ganz leicht verschoben.
Das heißt, der eine hat einen Puls 60, der andere hat einen Puls 58, der dritte hat Puls 62. Und wenn die dann gleichzeitig kommen, macht glum, 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 gum, gum, dann geht der eine weg und der andere bleibt da und es mischt sich ein weiterer dazu. Und dann gibt es diese Phasenverschiebungen, das ist so ein bisschen wie ein akustisches Moiré und löst den Raum dann nochmal anders auf. Dann gibt es liegende Töne. Entweder geriebene Töne oder gestrichene Töne auf diesen Klangsteinen, die völlig ephemer im Raum schweben. Und dann gibt es quasi noch freie Improvisation mit kleinen und großen Steinen, die sich dann durch diese beiden Ebenen so durchschlängeln. Und ich wusste ja auch nicht so genau, ob das geht, aber es geht erstaunlich gut, weil es eben die gleiche Klangqualität ist, es ist der gleiche Musiker, es sind diese Ebenen, die sich gut zueinander verhalten, die sich auch genug Raum lassen zueinander. Und man kann das nur, ich habe das dann zu Hause, damals hatte ich ja noch nicht mal ein Mehrspurprogramm auf meinem Rechner, ich hatte damals wirklich nur meinen Kopf und konnte mir das nur quasi auf dem Papier vorstellen, wie das gehen könnte. Und musste das dann ja erst, nachdem das dann alles bewilligt war, dann hinfahren und die ganzen Aufnahmen machen, auch ein paar Nächte lang. Und erst dann in der Therme selber hat man dann gemerkt, aha, ja, das geht, ja, das geht. Und dann wartet man natürlich dann aufs Feedback von entsprechenden Besucherinnen und Besuchern. Und wenn dann Feedback kommt, dann freut man sich. Das war die Konstruktion, diese drei Ebenen, Pulsation, liegende Töne und die spielerischen freien Improvisation. Und die Steine selbst sind eingespannt, dass die Steine schwingen oder aufgelegt. Wie kann man sich das mit dem Stein vorstellen? Der Arthur Schneider macht seine Klangsteine, also die sind alle irgendwie gelagert auf Gummi, damit sie in sich selbst schwingen können. Ja. Kann man entweder anschlagen mit einem Schlägel oder auch mit den Fingern. Oder man kann sie reiben, es gibt dann Steine, die er einschneidet, das sind dann Klangzungen, die man dann mit Wasser als Widerstand in Schwingung bringen kann, das gibt dann so liegende Töne. Oder dann hat er eben auch die grob belassenen Klangplatten, wo man dann mit einem entsprechenden Stein drüber fahren kann und das rumpelt dann, aber das rumpelt dann nicht nur, sondern das gibt dann eine Klangwolke, je nachdem, wo man dann hinfährt, weil diese große Platte dann verschiedene Zonen hat, wo es anders klingt. Sehr faszinierend. Es sind keine Steine von der Therme. Das wollte ich noch korrigieren. Das haben Sie in Ihrer Einleitung da. Der Pfalzer Gneis hat leider keinen Klang. Ah. Er ist ein stumpfer Stein. Der hat nicht genug Dichte, um zu klingen. Die Steine, die hier verwendet werden, sind Serpentine. Das sind Granite aus Norwegen, zum Teil aus dem Wallis. Also da muss man ganz genau dann als Klanghauer den Steinen nachgehen, welche Steine klingen und welche nicht klingen. Marmor klingt auch eigentlich nicht, der weiße Marmor hat keinen Klang. Und Serizo auch nur sehr bedingt. Und die ganz dichten Steine, eben diese Serpentine, und da gibt es noch ein paar andere, deren Namen ich jetzt nicht aus dem Hut zaubern kann, die dann wunderbare Klänge haben. Aber man muss sie auch, er geht dann zum Steinhändler und hat dann einzelne Platten und versucht die dann zu prüfen, ob da ein Stein, ein Klang wohnt. Und dann nimmt er sie nach Hause und dann werden die bearbeitet und oft gelingt es und manchmal gelingt es dann auch nicht. Und wenn es nicht gelingt, dann ist der Stein verloren. Dann ist halt entsprechender falscher Einschnitt oder irgendwie zu fest dann manipuliert und dann ist er dann tot. Das kann leider auch passieren natürlich. Gibt es noch Fragen? Ich möchte noch einen Herrn erwähnen, der in Frankfurt wohnt und der, ich glaube, auch zuhört. Ich bin nicht sicher, ob er zuhört, aber es schließt eben in meinem Gedankenkreis einen schönen Kreis. Das ist der Jürgen Wiesner, der in Frankfurt Höchst wohnt und da in einem alten Haus, in einem wunderbaren alten Riegelbau, einen Klangkeller hat, wo er regelmäßig Konzerte veranstaltet. Und eine seiner Lebensaufgaben als Fotograf war die Erforschung eines im ehemaligen Testgelände liegenden Tümpels, wo er seit gefühlten 120 Jahren immerhin wandert täglich und Fotos macht von Lichtreflexionen, morgens, abends, Spätlicht, Frühlicht und ein unglaubliches Oeuvre da erschaffen hat.
Und es wird im Herbst in der Galerie, wie heißt das, Familie Montes, unter der Honselbrücke wird da eine Ausstellung eröffnet am 6. November und ich kann Ihnen das nur sehr ans Herz legen. Das ist eine Bereicherung der Frankfurter Kulturlandschaft seit vielen, vielen Jahren. Schlossplatz 1 in Höchst ist der Jürgen Wiesner. Das können Sie auch googeln, das finden Sie auf dem Internet. Und da finden immer wieder spannende Konzerte statt. Ich habe selber da auch viel gespielt. Es ist ein sehr intimer Rahmen. Da haben 40, vielleicht maximal 45 Leute Platz in einem Gewölbekeller. Wunderschön. Und da ist auch eine tolle Akustik. Und da ist ein sehr schöner Kulturort entstanden über die Jahrzehnte. Das kann ich ja gerne nochmal, das können wir ja nochmal austauschen, dann kann ich das ja nochmal auch an die Interessenten weiterleiten. Kann ich gerne machen. Ja? Ich habe keine Frage, aber ich würde gerne meine Begeisterung noch ausdrücken. Also ich fand das wunderbare 2 Stunden oder waren es 3? Ich weiß es gar nicht. Sie sind so inspirierend. Ich finde es auch für unsere Studierenden ganz wichtig zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit Konzepte betrieben werden und wie sie das machen, also wie sie eigentlich für jedes Projekt leben. Ja, das, was wir Architekten wahrscheinlich alle irgendwie tun, aber sie machen das auf eine sehr exemplarische Weise, konnten sie uns das zeigen. Und ich fand das jetzt richtig klasse. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, ich weiß gar nicht, weil ich es rührend fand. Auch es ist auch, ja, also auch dieser Blick über den Tellerrand ist so verdammt wichtig, dass wir uns einfach auch den anderen den anderen Künsten oder den anderen Gestaltungsaufgaben immer wieder öffnen und immer wieder schauen und auch dann eben sehen, dass auch eben diese Möglichkeit, dass in der Zusammenarbeit dann eben auch nochmal so viel Neues entsteht und auch so viel Besonderes entsteht, das finde ich sehr schön. Also Musik ist für mich Gestaltung der Zeit und Sie haben auch sehr oft irgendwie immer diese Reihe als Thema, also als Konzeption, die dann auch eben regelrecht auch als Reihung und als rhythmisches Reihenthema in diesen Architekturen, diesen Gestaltungsthemen wieder auftaucht. Finde ich unglaublich faszinierend, ja. Und bei dem Blau wollte ich noch fragen, einfach nur, weil es diesen, weil es ja als einfach Schweiz ist und die Schweiz ist nicht so groß und es gibt ja Katrin Trautwein, die sehr schöne Naturfarbpigmente macht und jetzt wollte ich wissen, sind das Naturpigmente, die Sie da verwendet haben oder ist es Ihr blaues Haus oder? Es war ganz, also die Farbe war ganz lustig, wir hatten da in Italien, wir haben den Maler gefragt, kannte da einen jungen Maler aus der Gegend und dann haben wir gesagt, wir würden gerne das Haus blau anmalen und er soll doch mal Farbmuster bringen. Dann hat er Farbmuster gebracht, also dieses Blau hat er gebracht, kein anderes, Mittel und Dunkel. Und wir waren total verblüfft, weil ich fand es sowieso toll und Boa hat ein sehr präzises Farbempfinden. Er fand es auch toll, er hat gesagt, wir müssen gar nicht mehr weiter suchen, ist eigentlich schon gut. Und es gab dann eine weitere Geschichte, wir sind dann nach Australien gefahren, auf eine Tournee, Boa kam damals mit, nach 6 Wochen nach Australien, verschiedene Projekte. Und in dieser Zeit wurde mein Haus blau gestrichen. Und wir waren dann in Australien, in Sydney, eingeladen bei einem Musiker zu Hause und dessen Frau ist so eine Innenraumgestalterin und jeder Raum in dem Haus war ganz anders und sie hat zum Teil wirklich wilde Sachen gemacht und da gab es auch einen hellblauen Raum. Und das war der schlechteste von allen. Der war ganz schaulich. Das war ein ganz grusiges Hellblau. Und man stand da drin und hat gedacht, Gott, deswegen, ich stehe hier in Sydney und mein ganzes Haus wird so angemalt. Das ist ja grauenvoll. Und ich habe mich dann irgendwie dann noch natürlich zurückgehalten, weil sie wusste ja die Umstände nicht. Und wir sind dann raus und noch auf der Straße habe ich sofort zu Boa gesagt, es ist ja grauenvoll. Dieses Blau und mein ganzes Haus wird so. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nein, dein Blau ist ganz anders, das ist ein ganz anderes Blau, das ist überhaupt gar nicht zu vergleichen. Und dann hat er mich versucht zu beruhigen und ich bin dann zurückgekommen in die Schweiz und bin zum Entsetzen meiner Freundin, die ich 6 Wochen nicht gesehen hatte, habe ich zuerst, ich muss sofort nach Italien, ich muss sofort gucken, ob das Blau da in meinem Haus und bin dann am nächsten Tag nach Italien gefahren. Habe mir in der Bar noch ein Einerli Weißwein ausschenken lassen, mir Mut angetrunken und dann mein Haus aufgeschlossen und in diese Treppe hochgeschaut, in diesen blauen Tunnel
und war sofort begeistert, war sofort hin und weg und bin es immer noch. Es war sehr lustig. Aber dass dieser Maler, und das war dann auch noch eine schöne Geschichte, wir hatten dann, man hatte dann doch manchmal das Gefühl, wenn es den Handwerkern gefällt, dann ist es ja auch besonders gut. Also wenn ein Handwerker sagt, ja, das haben sie jetzt aber schön gemacht hier mit dieser Treppe oder so, dann denkt man ja auch, okay, danke. Und diese Maler haben natürlich gar nichts gesagt. Die haben das einfach alles blau angemalt, sind gegangen. Und ein halbes Jahr später hat Boa dann den einen in der Bar oder im Café da im Dorf gesehen und dann hat ihn dann doch der Hafer gestochen und dann hat er ihn gefragt, er sei doch der, der das Haus da blau angemalt habe. Ja, ja, ja. Wie er denn das fand? Dann hat er gesagt, ah ja, das fand er. Das fand er gut, der habe jetzt zu Hause auch alles in dem gleichen Blau angemalt. So ganz locker über den Kaffee, über den Kaffeetassenrand und ohne großes Aufheben zu machen. Ja, okay, wir haben jetzt auch alles blau zu Hause. Was will man noch mehr? Das ist doch eigentlich toll. Super. Danke für die Komplimente. Ja. Hat mir Spaß. Sehr schön. Ja. Ich hätte noch eine Frage an den Lehrer Fritz Hauser, Sie unterrichten kaum, haben Sie gesagt, ganz wenig, aber ich könnte empfehlen, die Rubrik Texte auf Ihrer Homepage, wo Sie von einer Begegnung in Bischkek berichten, wo Sie eine junge Dame fragt nach einem Improvisationskonzert, wie kann ich das lernen, so eine Musik zu spielen und wenn ich sie spielen kann, woher weiß ich, dass sie gut ist. Ja? Und sie antworten dann in einem sehr langen Dialog und da merkt man, da hört man den Lehrer eigentlich oder den Menschen, der viel vom Leben verstanden hat und ja, so um die Frage der Antwort ringt. Was würden Sie Leuten empfehlen? Gibt es so eine Art Lehrkonzept? Also Sie hören ja auch nicht auf zu lernen, zu Erfahrungen zu machen. Sie haben das nie aufgehört, würde ich behaupten, und Sie werden auch nie damit aufhören. Können Sie da was weitergeben? Was ist so die Essenz bezüglich der Lehre, das vielleicht auch, ja, hat ja was mit Menschsein zu tun irgendwie? Also ich bin eigentlich nicht ungern Lehrer. Ich bin vom Lehrenden ein bisschen weggekommen, weil ich zu Beginn meiner Karriere natürlich jahrelang auch Schlagzeug unterrichtet habe. Und Schlagzeug zu unterrichten ist nicht so lustig, weil Schlagzeug, bis es so gespielt ist, wie es mir gefällt, sind schon 10 Jahre vorbei. Und Anfänger müssen halt diese quasi Tonleitern auf dem Schlagzeug dann üben und das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Es hat mich auch immer wieder zurückgeworfen und habe dann selber wieder angefangen, das zu üben und habe dann gemerkt, wenn ich 3 Tage in der Woche Antworten gebe und 3 Tage in der Woche Fragen stelle, dann komme ich auf keinen grünen Zweig, dann werfe ich das immer wieder zurück und habe dann die Gelegenheit aber gehabt, Kurse zu geben. Also ich gehe dann irgendwo hin und arbeite dann mit einer Schlagzeugklasse 1 Woche oder 2 Wochen an einem Projekt, dann machen wir ein Abschlusskonzert und das finde ich dann extrem inspirierend, weil dann lerne ich die Leute ein bisschen kennen, dann können wir uns austauschen, dann entsteht was, dann kann man das präsentieren, dann kann man auch dann noch das Feedback verarbeiten. Das finde ich toll. So privat habe ich eigentlich nur im Moment einen einzigen Schüler, der auch irgendwie da mal aufgetaucht ist auf dem Bildschirm, ist ein Architekt, der mit großer Begeisterung sich im, sagen wir jetzt mal, leicht fortgeschrittenen Alter noch dem Traum des Schlagzeugs hingegeben hat und keinerlei Konzertambitionen hat, aber mit sehr viel Investment, um es mal neudeutsch zu sagen, mehrere Male in der Woche üben geht und ihm das vielleicht ein bisschen ein Yoga-Ersatz oder auch ein Philosophie-Ersatz ist und ein bisschen natürlich eine körperliche Betätigung und er kann sich da auf etwas ganz anderes konzentrieren und die Welt für sich neu zusammensetzen. Und das ist natürlich ein Spaß, weil das ist Dialog auf Augenhöhe. Das ist was anderes, als einem 13-Jährigen beizubringen, dass er jetzt bitte das mal üben soll und das nächste Mal die Stöcke wieder mitbringen soll und nicht jedes Mal das vergessen soll zu Hause, weil das hat ja auch keinen Sinn. So, das mache ich gerne. Und ich bin immer wieder gerne in Juries, also wenn es um Schlagzeugwettbewerbe geht oder auch um Abschlussprüfungen, weil ich da nicht einfach nur Daumen rauf, Daumen runter mache, sondern eigentlich auch ganz gerne da mit den Leuten noch rede.
und ihnen erkläre, was ich denke, was ich meine zu spüren, wo sie herkommen und wo sie hin könnten oder wollten oder müssten. Man kann nicht genug an offene Geister appellieren und ich bin in meinem Leben eigentlich immer gut gefahren mit dem Wahlslogan von Stanley Kubrick, der leider zu früh verstorbene englische Filmregisseur, der gesagt hat, nothing inspires more than inspiration. Und wenn mir nichts mehr einfällt oder wenn ich finde, okay, jetzt wird es langweilig, dann gehe ich ins Museum oder ich lese ein Buch oder ich gucke mir irgendeinen Film an oder ich gehe in eine Tanzvorstellung oder ich gehe in den Wald oder ich gucke irgendwo hin. Und wenn man genau hinguckt, dann ist eigentlich alles inspirierend. Und man kann aus jedem kleinen Flaschenpfanddeckel kann man eine Welt entstehen lassen, wenn man sich entsprechend darauf einlässt und eben auch die Dinge dann unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Man kann immer was mitnehmen in seine eigene Domäne, weil man immer wieder was begreift über Zusammenhänge oder über nicht unbedingt Sachzwänge, aber eben diese Inspiration, die man sagt, wie sind denn die auf dieses Schokoladenpapier gekommen? Was erzählt mir das denn jetzt eigentlich über den Inhalt? Oder ist es gut, oder ist es nicht gut? Ich finde schlechte Dinge genauso inspirierend wie gute Dinge. Natürlich finde ich es toll, ein schönes Haus zu sehen, aber ich kann auch von schlechter Architektur stehen und mir wirklich genau überlegen, warum finde ich sie eigentlich schlecht? Was ist denn daran wirklich schlecht? Ohne dass ich noch rein kann, weil wenn es dann innen komisch müffelt, dann ist ja klar, dass es nicht gut ist. Aber wenn es gibt ja noch andere Kriterien und das ist eine spannende Auseinandersetzung. Und ich will mich nicht zurücklehnen müssen, sondern ich möchte eigentlich wach bleiben und die Dinge beobachten und mich inspirieren lassen, damit es sich lohnt, am Morgen aufzustehen und was zu tun. Vielen Dank.